zu. Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar soll es halt nochmal kurz um dieses komische Suitec Lavalier-Mikrofon hier nochmal kurz gehen. Nicht ums Mikrofon selber. Ah, wir scheinen das Lichtverhältnis halt gut erwischt zu haben, das ist gut. Ich habe jetzt hier mal nämlich ein bisschen was gemacht also für den Videohintergrund, dass das hier einigermaßen passt, das schon funktioniert, wie es aussieht. Die Belichtung ist 1A, so muss es sein. Gut, aber ich würde sagen, weil wir haben ja letztens ja schon ein Video zu gemacht und zwar hat es ja nicht funktioniert. Einfach folgendes Problem hier auch. Man erkennt es klar und deutlich, dass hier der halbe Zentimeter fehlt zum Einstecken, welcher den Metallring außen. Und ich glaube, der lässt sich auch zerstörungsfrei, glaube ich, nicht entfernen. Und deswegen werden wir heute den Klinkenstecker hier tauschen. Einen neuen habe ich auch schon da. Der sieht hier so aus. Ich halte die beiden nochmal nebeneinander und hoffe, dass der das schön scharf stellt. Oh ja, das klappt hier wunderbar heute. Und man sieht jetzt, dass hier auch der Zentimeter wieder da ist. Na, man soll es auch vernünftig bündig nebeneinander halten. Ja, jetzt stellt es nicht mehr scharf. Ja, gut. Aber ich hoffe, man erkennt es trotzdem, dass es jetzt passt. Und der Zentimeter, wie gesagt, da fehlt uns ja wegen dem Metallring. Das, weil der hier oben hier so komisch reingeht. Und deswegen wird er heute getauscht. Ich nutze hier, versuche heute das mal mit meinem Akkulötkolben aus. Ich hoffe, der wird auch mitspielen. Oh, jetzt kann ich hier den Ton leider nicht stumm schalten. Das ist jetzt schlecht. Naja. Gut. Genau, ach so, ja. Ich soll es natürlich auch in der Kamera zeigen. Ja. Glücklicherweise lässt sich der hier aber problemlos aufschrauben. Wir haben hier ein Gewinde drunter. Ja. Das klappt hier schon mal gar kein Problem. Das klappt hier sehr gut. Bin, wie gesagt, bloß gerade mit dem Fokus wieder nicht zufrieden, weil der wieder nicht macht, was ich will. Deswegen werde ich jetzt auch mal mit der Kamera ein bisschen nach unten gehen. Das müssen wir dann sowieso dann später machen. Ja, der Winkellage sagte mir, ist gerade ein wenig schief, wobei das mir eigentlich jetzt egal ist, weil es nicht so wichtig jetzt ist, ob das jetzt schief ist oder gerade. Das sieht man nicht auf dem Video. Aber gerade ist trotzdem besser, wenn das sagt. So. Genau, wir haben ja wie gesagt jetzt hier den offenen Stecker. Hier ist noch so ein Schrumpfschlauch hier rum. Oder irgendwas zur Isolierung halt einfach. Was ich mir allerdings wirklich gerade komisch finde, warum die den einen Kanal ja nicht mit verbunden haben. Weil eigentlich müsste doch glaube ich in der Regel eigentlich links und rechts mit verbunden sein. Das ist hier aber leider nicht der Fall. Ganz merkwürdig jedenfalls. Der eine Kanal ist hier einfach nicht verbunden. Ground ist auf alle Fälle verbunden. Das müssen wir auch beim neuen Stecker dann wieder machen. Ich habe jetzt hier auch mal das Multimeter mal geholt, da lasse ich mal den Durchgangstest hier mal kurz mal einschalten. Das habe ich ja schon mal, habe mir ja mal kurz in einem Short-Video mal gesehen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Auf jeden Fall, Durchgangstest ist aktiviert. Man hört es hoffentlich piepsen. Ja, Batterie ist sogar noch gut, aber wer weiß, wie lange die noch hält. Schauen wir einfach mal. Ich gucke jetzt erst noch mal kurz, welcher Pin hier. Wenn man übrigens nicht weiß, was links und rechts ist, das weiß ich auch immer nie bei den vorderen zwei Pins. Da kann man hier so ein Cinch zu Klinkenkabel hier nehmen und damit dann prüfen. Ich zeige das mal ganz kurz, bevor man da richtig jetzt anfangen, den Stecker umzulöten. Ich hoffe, ich kann es einigermaßen zeigen. Ich nehme jetzt einfach, das ist ja jetzt gar egal, wie ich das mache. Rot ist ja immer rechter Kanal. Wenn ich jetzt hier hingehe, müsste irgendwo piepsen auf irgendeinem Pin. Ja, genau. Also ist der vordere Pin hier anscheinend rechts und der mittlere ist dann hier links. Anscheinend. Aber wenn ich jetzt hier auf links gehe, passiert nichts. Bei Ground passiert jetzt auch nichts. Wenn ich jetzt hier außen auf dem Ring gehe, dann müsste bei Ground eigentlich piepsen. Ups. Und das gleiche auch beim Weißen. Ground ist immer verbunden.
Aber wenn ich jetzt hier auf das Weiße gehe und das Rote hier weglasse, dann müsste es jetzt eigentlich jetzt dann hier in der Mitte piepsen, bei Weiß und vorne nicht. Ja, sieht man, da kommt nichts an. Okay, dann ist halt so hier in der Mitte also links und außen hier ist rechts. Das ist immer ganz einfach, so kann man das gut prüfen. Ich hoffe, ich vergesse es jetzt dann nicht, aber das... Ich muss dann sowieso den neuen Stecker noch checken, wie jetzt dann das ist. Der jetzt hat übrigens auch ein Gewinde, da werde ich dann versuchen, ob das dann hier aufs Gewinde hier vom Originalstecker passt. Und dann können wir das nämlich übernehmen, das wäre nämlich besser. Das ist eigentlich mein Plan. Ansonsten muss ich halt das ganze Teil tauschen, das probiere ich vorher aus. Ich würde auch sagen, ich tue schon mal die Kabel schon mal entfernen, die müssen wir sowieso abmachen. Wie ich das jetzt mache, kann ich jetzt zwar auch nicht sagen, aber... Oh, jetzt wird die Sonne ein bisschen weniger. Ob ich das jetzt hier eben mal einfach mal schnell aufgebogen kriege, weil den alten Stecker, das müssen wir hier auf jeden Fall erstmal aufmachen, dass wir hier das Kabel überhaupt rauskriegen. Das hier die Zugentlastung heißt das Ding genau. Jetzt hätte ich fast das Wort wieder nicht gefunden. Ja, ich biege das mal kurz auf. Und dann kann ich auch schon mal anfangen, das hier zu machen. Ja, das Video wird ein bisschen länger wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird auch der eine oder andere wieder motzen. Zumindest mal, dass allein der eine oder andere mein Video wieder nicht passt. So, genau, das ist hier der Ground. Genau, ich zwick das jetzt hier auch ab. Ich hoffe, ich habe es jetzt gezeigt in der Kamera gerade, weil ich wieder nicht auf den Bildschirm schaue. So. Weil das müssen wir dann sowieso ja abmachen, wenn wir das den neuen Stecker benutzen. Da kommen wir nicht drum rum. Dann können wir das auch sauber vielleicht nochmal abisolieren, dann müssen wir ja auch. So. Und dann kann ich auch dann gleich erstmal dran checken, ob das überhaupt so geht, wie ich will. Na, geh ab. Zack. So, du bist weg. Jetzt sieht man das ja auch nochmal. So. Jetzt schaue ich mal, ob das hier erstmal das Gewinde. Upsala, ja, okay, jetzt habe ich es rausgezogen, aber macht nichts. Ob das jetzt hier drauf passt. Fantastisch. Na, das sieht ja schon mal gut aus, würde ich sagen. Besser als vorher. Das wird auf alle Fälle ein klasse Stecker werden. Das Gewinde passt, das freut mich jetzt schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, jetzt muss ich bloß das Kabel wieder durchfädeln, weil das müssen wir natürlich vorher machen. Sonst können wir ja das dann später nicht mehr zusammenbauen. Ja. So, zack. Das ist wieder drüber, wie vorher. So. Stecker haben wir hier. Das Kabel, das müssen wir jetzt auch abisolieren. Ich denke, ich werde es auch an der Stelle mal kurz kürzen, weil ja, man wird das Video halt, ich muss das Video sowieso schneiden. Ach ja, und ich habe übrigens gerade das rote Mikrofon oder Röde, wie auch immer man das ausspricht, gerade auch an der Kamera angeschlossen. Deswegen ist der Ton auch dementsprechend laut und gut. Ja, so soll es ja auch sein. Das heißt, wir können jetzt noch mal kurz dann das andere dann später auch testen, wenn es fertig ist. Ich tue es jetzt abisolieren, dann müsst ihr mir jetzt nicht zugucken. Weil es dauert auch noch einen kurzen Moment und dann versuche ich das mit dem Zusammenlöten dann einzufangen. Wichtig ist natürlich auch, dass wir dann noch mal hier dann mit dem Multimeter die Pins prüfen. An dem neuen Stecker aber dann. Dass wir das hier gleich haben wie beim alten. Ich werde aber noch ein Stück Draht noch verwenden und mal gucken, was passiert vom Klang her, wenn ich den anderen Kanal mit verbinde. Weil das ist schon komisch, nicht, dass wir dann nur auf einer Seite Ton haben, das muss ich dann auch nochmal mit dem Kopfhörer dann mal prüfen bei der Wiedergabe, ob dann auf beide Seiten der Ton kommt oder nicht. Das, bevor ich dann das Zusammenschraffbau fertig, weil das Stück Draht, ja gut, wenn wir es nicht brauchen, dann kann man es ja wieder abzwicken, das ist kein Problem. Ja. Ich bereite jetzt erstmal das Kabel vor und danach sehen wir uns wieder. Und irgendwie stoppt es wieder. So, nicht. Und weiter geht's. Kabel ist abisoliert. Habe ich auch schon mal kurz mal ein bisschen gebogen. Muss vielleicht ungefähr machen könnten. Ja, das ist zu klein, das kriegt die Kamera jetzt nicht fokussiert.
Aber man kennt da jedenfalls, dass hier vorne das rote Kabel hier ist. Im Zoom müsste besser gehen. Ja, und es geht auch besser. Das rote ist natürlich der Plus und das andere ist hier die Ground-Leitung. Das war ja auch vorher an dem Ground angeschlossen. So. Jetzt werde ich erst nochmal die Pins prüfen. Da ist unser Multimeter sogar noch eingeschaltet. Ja. Vorher war es nämlich, ja, ich hoffe mal, ich kriege das hier einigermaßen gerade hin. Das ist jetzt hier nämlich der äußere Pin. Da wo das rote dran war, das müsste jetzt... Welcher Pin ist denn das jetzt dann? Ah, das war am rechten Kanal angeschlossen. Der rechte Kanal also vorne. Hier ist nämlich nichts. Und das andere ist hier, wie gesagt, der Ground. Wenn ich den Pin in den Kontakt jetzt habe. Genau. Also war rot an rechts angeschlossen, an dem vorderen Pin. Nee, oder war das links? Ich habe schon wieder vergessen. So schnell geht's. Gut, und wenn rot am vorderen Pin wäre, ja, das kontrolliere ich lieber nochmal. Das heißt, wir müssen jetzt hier natürlich beim neuen Stecker auch gucken, welcher Pin ist der vordere Pin. Oh, das vordere ist das hintere? Okay. Das wird jetzt ein bisschen Fummelarbeit. Auf jeden Fall würde hier aber der andere Pin auch funktionieren. Also hier ist das rote Kabel dran am vorderen Pin. Ich habe bloß gerade den... Ja, und der andere Kanal ist eben nicht angeschlossen gewesen. Das wäre hier der mittlere. Funktioniert auch. Und das ist nicht das Problem. Okay, wir brauchen den vorderen Pin. Ja, und Ground ist natürlich hier auch das äußere hier. Ganz klar. Gut, wenn wir den vorderen brauchen, dann muss ich es nochmal anders hier verbinden. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Die neuen Stecker habe ich auch schon vorbereitet. Ja, das ist jetzt bloß ein bisschen bescheuert, gerade hier mit der Kamera hier irgendwie hinzukriegen. Zu nah kann ich nicht hingehen mit der Kamera, dann wird es unscharf. Gehe ich zu weit weg, ist vielleicht zu klein. Deswegen muss ich das jetzt mal kurz mit ein bisschen Zoom arbeiten versuchen. Ich komme dann drum rum, das mit dem Zoom ein bisschen zu machen. Ist zwar ein bisschen blöd, aber ich hoffe, die Qualität wird nicht allzu schlecht. Ja, ich kann noch ein bisschen Zoom nochmal rausnehmen. Ich glaube, so kann man es hoffentlich jetzt machen. Aber irgendwie gefällt mir das gerade nicht. Gut, hinten haben wir jedenfalls Ground, das ist klar. Das heißt aber auch, wenn das jetzt anders ist, dann muss ich das Kabel hier nochmal anders legen. Das ist schon richtig, wie ich das gemacht habe. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier überhaupt angelötet da vorne. Es ist ein bisschen knapp hier, wie man sieht. Aber es wird schon irgendwie gehen. Das heißt aber, als erstes müssen wir hier trotzdem den Ground anlöten. Weil den brauchen wir sowieso. Ja, das werde ich auch zuerst machen und danach werde ich das andere Kabel anlöten. Und was habe ich vergessen? Noch kann ich es nochmal machen. Wichtig, ich möchte den auch das Teil hier wieder übernehmen, ne? Den Ring hier, den Kunststoff, der kommt wieder da drüber, der war vorher auch da. Das soll ja zur Isolierung dienen, das ist wichtig. Jetzt hoffe ich nur, dass mein Akkulötkolben damit spielt. Der ist jetzt ja angeschlossen. So. Muss natürlich erstmal wieder liegen bleiben, wie ich das will. Das ist auch immer so eine Sache. Ich werde es nur einmal machen mit dem Lötkolben mein Video, ja? Weil ich möchte hier nicht meine Kamera irgendwie versauen. Das Video wird auf jeden Fall schon ein bisschen länger, das ist blöd. Aber ich möchte es auch vernünftig machen. Deswegen gehe ich mit der Kamera auch jetzt nicht allzu nah hin und setze dafür lieber auf den Zoom. Weil es... Ja. Genau. So, bleibst du liegen? Es bleibt nicht liegen in der Position, wie ich es brauche. Und jetzt ist so gerade irgendwie hier verheddert. Jetzt hat sich das Mikrofon am Multimeterkabel verheddert. Na toll. Ja, aber jetzt liegt es gut da. Du bist voll, dich kann ich ausschalten. Grün. Grüne LED leuchtet, also ist der Akku voll.
Ich hoffe, er spielt mit, weil der spinnt auch immer gerne. Der Lötzinn hier ist übrigens nicht der originale, der auf der Spule ist. Der wurde nachträglich ein neuer drauf gemacht auf die Spule. So, jetzt drücke ich erstmal an. Ich hoffe, der heizt richtig und macht, was ich will. Aber das ist immer weniger klump. Er hat sogar eine Taschenlampe eingebaut. Wer weiß, ob der wieder richtig heizt, sonst muss ich den großen Lötkolben nehmen. Da komme ich nicht rum. Weil ich möchte hier nicht viel Hitze aufgeben. So. Weil das Ding geht immer nicht gescheit. Schaut aber gerade gut aus. Weil wir dürfen hier auch nicht so viel Hitze drauf geben. Aber das scheint heute mal gut zu funktionieren mit dem Anlöten. Das sieht gut aus, gerade im Moment. Ja, noch. Jetzt gerade hat es gut geklappt. Ich hoffe, das klappt auch weiterhin nochmal. So, das passt. Was dann später rausgeht, das können wir abzwicken, aber das schaut gut verarbeitet aus. Der Ground ist schon mal angelötet. Schaut auf der Kamera wahrscheinlich jetzt mehr wie ein Lötbatzen aus, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich perfekt. Eigentlich kein Lötbatzen. Aber den Zipfel dahin, den zwickt man dann später ab. Und von unten sieht es auch angelötet aus. Das können wir lassen. Gut, der Ground ist auf jeden Fall dran. Jetzt müssen wir aber das obere Stück machen. Da wird es jetzt gerade ein bisschen Fummelarbeit. Weil wir haben ja gesagt, wir brauchen den vorderen Pin. Aber das heißt, ich kann mir noch in mein Stück Draht sparen. Ich werde das jetzt einfach hier gleich mal so ein bisschen rüberbiegen. Und vielleicht kann man das dann so dann später reinarbeiten. Dann kann man das, wenn man den anderen Pin braucht, dann einfach hier noch runterdrücken und dann passt es. So, das hintere hat hier Kontakt. Da bin ich dann gespannt, ob es überhaupt funktionieren wird. Und dann löten wir das von hinten so an. Na, jetzt gibt es nur von außen wieder die Franzen. Deswegen drehe ich das nochmal kurz ein bisschen nach. Weil das soll ja nicht sein. Aber lässt sich nicht vermeiden. Ja, das ist echt ein bisschen fummelig gerade, aber ich hoffe, ich kann es euch einigermaßen einfangen. Für euch. Ja, das schaut schon ein bisschen besser aus. So. Viel besser. So, dann schauen wir, dass wir es von hinten anlöten, nicht von vorne. Und vor allem von oben. Und das Wichtige ist, es muss ja noch halten. Versuchen wir es doch dann einfach mal, ob es klappt. So. Ich möchte sie auch ordentlich machen, nicht schlampert. So gut wie möglich. Ja, das ist gute Position. So, lass es mal. Schauen wir, dass wir es von oben angelötet kriegen. Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt nichts gesehen. So, dann bereite ich den Lötkolben schon mal vor. Nicke das wieder irgendwie hin. Das obere werden wir jetzt nicht anlöten. Wir müssen natürlich das unten anlöten. So. Ich hoffe, das wird irgendwie funktionieren. Dauert jetzt wieder bis der. Ja, mit der Belichtung schaut es bloß gerade doof aus wegen der Taschenlampe da im. Den Popschutz habe ich ja auch nochmal weggemacht, dass man das nochmal vielleicht mit vergleichen könnte, wenn es funktionieren sollte. So. Ich hoffe, das lässt sich jetzt überhaupt anlöten. Das wird jetzt wieder weniger Fummelarbeit hier hinten. Ich habe nämlich fast zu viel Lötzinn gerade dran. Schlecht. Boah, und es qualmt hier ein bisschen der Spaß. Weil das war jetzt auch nicht so geplant, dass der so aussieht hier. Ich hoffe, das hat Kontakt und hält. Irgendwie. Ich hoffe es doch, dass es so funktionieren wird. Irgendwie. Schauen wir uns gleich nochmal von näher an. So. Ja, der Pin ist aber verbunden.
Na, schnell zu scharf. Ja, das sieht jetzt ein bisschen gebarzt aus, aber solange es hält und funktioniert, ist ein bisschen schwierig gerade gewesen, es zu löten. Das Vordere ist jetzt nicht verbunden, das werde ich nochmal kurz prüfen, um auf Nummer sicher zu gehen. Also auch nochmal ganz kurz ein Stückchen hoch. Ich weiß auch schon, wie ich das mache. Es liegt wahrscheinlich bloß wieder nicht griffbereit, der dünne Schlitzschraubenzieher griffbereit da, wenn man braucht, wie immer. Naja, gut. Vielleicht liegt der auch schon wieder irgendwo, wo er nicht hinkommt. Ist jetzt eigentlich auch egal. Ah ne, da ist er ja. Der verschlupft mich immer da in meiner Schraubenzieher. In meinen Schraubenzieherbecher, wo ich einen Haufen Schraubenzieher drin habe. Mein schöner, dünner Ritscheratsche Schlitzschraubenzieher hier. Genau. Dann können wir das nämlich nochmal kurz hier auf Nummer sicher gehen. Oh, jetzt hat sie. Ah, das hat sich ein bisschen die Hitze übertragen. Das ist nicht gut. Oh Gott, ich hoffe, habe ich jetzt das schon kaputt gemacht? Ich hoffe, das hat jetzt keinen Kontakt mit dem anderen Pin. Das sieht jetzt aber gerade nicht so gut aus. Ich glaube, der hat Kontakt gekriegt. Ja, weil das auch Fummelei ist. Blöderweise hat auch der Verkäufer nur eins geschickt. Eigentlich hätten zwei kommen sollen. Ich habe zwei Stück bestellt von den Buchsen. So, wenn es jetzt piepst, dann muss ich nochmal hingehen. Ah, das sieht aber gut aus. Das hat doch keinen Kontakt. Das ist gut. Glück gehabt. Aber sonst wird es jetzt nämlich piepsen. Ja, piepser geht aber. Okay, der Kontakt ist nicht da. Jetzt da hingehe, dann ist der Kontakt natürlich da. Viel fehlt nicht. Ja, so werde ich das dann mal überbrücken. Jetzt schauen wir erstmal, ob Ton kommt. Ich schließe es einfach mal an. So. Ich hoffe doch, das geht. Stecken wir einfach mal Röde aus. So, internes Kammikrofon ist jetzt aktiviert sein. Jetzt stecke ich das neue Mikrofon an und dann schauen wir mal, ob es jetzt geht. So, ich hoffe, es funktioniert. Neues Mikrofon ist eingesteckt. Gerade ohne Popschutz. Ich bin jetzt hier mal nah dran. Ich gehe mal weiter weg. Schauen wir mal, ob es funktioniert und ob nur auf einer Seite, auf beide Seiten der Ton kommt. Das muss ich dann mit Kopfhörer prüfen. So, jetzt werde ich mal den Pin hier mal zusammenschließen versuchen. Da stecke ich das jetzt erstmal hier ab. So. Moment. So, wenn ich jetzt Kontakt. No, ne, ich habe den Kontakt nicht da. Ist gerade etwas schwierig. So, wenn ich jetzt Kontakt aber habe. Ich weiß nicht, ob es hier Unterschiede gibt. So, jetzt. So, jetzt bin ich an die Kontakte dran. Jetzt ist hier der andere Kanal mit verbunden, hoffe ich. Ich würde sagen, ich mache da mal kurz mal eine Hörprobe und danach sehen wir uns wieder. So, jetzt nehme ich das Teil wieder weg. Ich hoffe, ich hatte jetzt auch Kontakt. Dann schauen wir mal, ob es hier einen Unterschied gibt vom Ton her. Steck's wieder aus. So, jetzt ist das interne Kameramikrofon wieder an. So, ich höre mal das mir kurz mal an und danach sehen wir uns wieder. So, und weiter geht's. Ich habe jetzt gerade was Neues rausgefunden bei meinem Camcorder in der Gelegenheit. Das heißt, ich musste die Aufnahme mir gar nicht erst anhören. Ich habe jetzt mal einfach meinen Kopfhörer an den Kopfhörerausgang angeschlossen und kann gerade meinen Ton hier live mithören. Das ist gut. Natürlich nur, weil ich die Lautstärke vom Kopfhörerausgang eingestellt habe. Ich führe das mal kurz vor. Ich halte mal kurz meinen Kopfhörer mal ins Mikrofon ran. Ja, das geht jetzt ein bisschen Rückkopplung, okay. Aber ich habe jetzt auch gerade bei der Hörprobe hier festgestellt, ich stecke das jetzt oben mal kurz wieder aus oder stelle es wieder auf leise. Ne, dass man das doch noch im Hintergrund hören wird. Schnell hier auf 0 wieder drehen oder... Ich mache mal auf Lautstärke 15, da hört man nichts mehr gerade aus dem Kopfhörer von weiter weg. So, ich habe es nämlich gesagt auch gerade festgestellt,
dass man also den anderen Kanal doch mit verbinden muss, sonst haben wir nur auf einer Seite Ton. Das ist gerade wichtig, das heißt, gut zu wissen. Aber dafür haben wir es ja getestet. Oh Gott, da wird mir ja blöd, wenn man das gleichzeitig mithört. Ich tue den Kopfhörer aus dem Ohr raus, sonst kriege ich das Wort erst recht nicht ausgesprochen. Gut, aber es funktioniert. Das ist schon mal gut. Finde ich sehr gut. Das heißt, wir werden jetzt die Drähte hier mit dem äußeren Kontakt hier mit verbinden. Natürlich, und dann sollte alles passen, ne? So, erstmal hier den Draht hier nach unten wieder tun. So. Dass man das hier verbinden muss, ist schon kurios, aber da muss man auf alle Fälle beide Kanäle mit verbinden. Das heißt, das Mikrofon war auch noch ein Schrott. Also das Mikrofon ist selber ist kein Schrott, es funktioniert gut, habe ich jetzt festgestellt, aber die Verarbeitung war Schrott. Erstens dieser Metallring, da fängt es schon an. Und zweitens, dass jetzt nur der eine Kanal hier original auch angeschlossen war. Das heißt, wir hätten, selbst wenn es funktioniert, hätten nur auf einer Seite Ton gehabt. Also das ist echt Pfusch. Das kannst du vergessen. Das macht da keinen Spaß, das Mikrofon so zu nutzen. Aber jetzt funktioniert's. Und wir werden jetzt auch den anderen Kanal mitverbinden. Dann haben wir auf jeden Fall ein 1A-Mikrofon, was top funktioniert. Und das werde ich dann auch nochmal anschließen. Ich weiß nicht, ob man das dann auch in der Aufnahme dann hört. Ich hoffe natürlich, dass man das dann auch gemerkt hat mit dem linken und rechten Kanal. Aber ich freue mich, dass es jetzt immerhin schon mal einen Ton gibt. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir das Mikrofon erfolgreich repariert. Oder was heißt repariert? Aber halt, ja, zum Laufen gebracht. Halt verbessert. Und das soll ja auch so sein. So. Jetzt muss man wieder warten, bis der Lötkolben heiß wird, der Debatte. Und dann können wir hier das verkabeln. Oder was heißt verkabeln? Was laber ich? Verlöten. Wenn sie es verlöten lässt. Aber wir dürfen auch nicht hier zu viel Hitze aufgeben. So, ich hoffe, das hat jetzt Kontakt irgendwie gekriegt. Das ist immer weniger Fummelarbeit. Vor allem, weil der Lötkolben hier auch nicht schön. Das ist nicht vernünftig heiß für diese Akkulötkolben. Da das für eine Lötstellen eher batzig und verschmelzen nicht so gut. Aber gut, da kann ich nichts dafür. Jetzt müsste heiß genug sein, hoffe ich. Dauert immer ein bisschen. Oh ja, der Stecker vorne wird auch ein bisschen warm. So. Ich hoffe, wir haben jetzt Kontakt. Das sieht gut aus. Mehr Hitze, mehr dürfen wir gar nicht machen, sonst wird es zu heiß. Ja, schön schaut es nicht aus. Aber das ist auch nicht einfach. So. Boah, die wollen den Rauch weg. Den will ich eigentlich ja nicht in der Kamera drin haben. So. Jetzt haben wir hier hoffentlich den Kontakt da, den Pin. Ich würde sagen, den Zipfel hinten, den schneide ich ja erst, zwicke ich hier mal ab. Weil der schaut nicht gut aus und wir wollen es ja ordentlich einigermaßen machen, so gut wie es geht. Wie gesagt, ich kann den auch nicht zaubern. Aber der Zipfel, der hat ja halt nichts zu suchen. So, der ist weg. Ja, das können wir hoffentlich so machen. Vielleicht soll ich ja noch einen Tropfen Lötzinn hier an das Kabel noch hinmachen. Ich glaube, das mache ich auch noch an das hintere Teil dran. Da sieht man noch ein bisschen den Kupferdraht. Ja, das misst man zwar eigentlich nicht. Aber ich mache es nochmal kurz, dass es einfach ein bisschen besser auch aussieht optisch, weil das gefällt mir noch nicht ganz. Und dann testen wir nochmal das Mikrofon, ob es läuft. Und dann schauen wir einfach mal weiter, ne? Ja, mein Kopfhörer habe ich immer noch angeschlossen. Aber nicht im Ohr, weil sonst hört man, ja. Und da fängt es schon wieder an, dass man es recht das Wort nicht findet. Und wir haben nur noch 4 Minuten Akku, aber ich hoffe, es reicht aus, dass wir das noch schnell fertig kriegen. So, er fängt auch schon an zu schmelzen. Da müssen wir jetzt eigentlich auch gar nichts machen. Gehen wir einfach nicht mal kurz ein bisschen hier an den äußeren Draht hier nochmal ran. Ja, vielleicht noch einen Tropfen Lötze nochmal dazugeben. Dass der Draht hier nochmal mit verbunden wird. Das war jetzt nicht gut. So ist besser.
So. Mehr machen wir da am besten jetzt auch gar nicht mehr, sonst ist es zu viel. Perfekt. Hauptsache es hält und funktioniert und das ist wichtig. So. Kurz ein bisschen sauber machen. Ich sehe auch schon immer die Original-Lötspitze am Lötkolben. Da habe ich mir eine neue nachgekauft, eine passende. Ja. Gut, aber man hört jetzt. Das ist hoffentlich nicht doppelt. Außer ich gehe mit dem anderen Kopfhörer wieder ans Mikrofon. Eieiei, es quietscht. Ja, den lege ich mal weiter weg. So, aber nette Spielerei habe ich jetzt rausgefunden. So, das ist verkabelt. Das sieht gut aus. Eigentlich müsste jetzt auch der... Können wir nochmal gucken, ob es Kontakt gibt oder irgendwelche Kurzschlüsse. Der eine Kontakt hier darf jetzt piepsen, die sind jetzt hier zusammen verbunden. Sollte er eigentlich. Ja, ich weiß, warum es nicht geht. Ich sollte auch das wieder ins Multimeter einstecken, den Stecker. So, jetzt müsste es wieder gehen. Die äußeren zwei müssten jetzt hier piepsen in dem Fall. Gut. Links und rechts ist verbunden. Bei Grau dürfte eigentlich jetzt nichts piepsen. Das sieht gut aus. Bei links und rechts zusammenkoppeln müsste es jetzt piepsen. Aber wir haben den linken und rechten Kanal jetzt hier zusammengeschlossen, weil sonst haben wir ja den Ton nicht da. So. Jetzt werden wir das Ganze zusammenschrauben. So. Da dürfte eigentlich jetzt auch nichts passieren. Das sieht gut aus von der Verarbeitung her. Da kommen jetzt keine Lötsachen zusammen. Dann schrauben wir es zusammen und dann schauen wir mal. Sollte ja eigentlich auch jetzt eigentlich auch passen. Wir haben es ja getestet. So. Zusammenschrauben. Ja. Und fertig ist es. Jetzt stecke ich mein Rode mal aus, mein Röde-Mikrofon und schließe das andere an. So. Zack. Du bist ausgesteckt. Danke. Jetzt fällt hier meine Videokulisse auch noch um. Na egal, wir sind jetzt eh fertig. So, dann schließen wir das neue Mikrofon an. Ja, funktioniert. Und wir haben auf beide Seiten gut Ton. Es rauscht ein bisschen. Ich gehe mal näher ran. Ui, jetzt bin ich weiter weg. Ihr könnt ja dann mal schreiben, wie für euch der Klang ist. Ob das jetzt, welches euch besser gefällt vom Klang her. So, ich werde jetzt hier noch den Popschutz hier noch drauf machen. Es rauscht jetzt ein bisschen. Warte eine Minute. Will ich jetzt hier auch nicht mehr. Stopp. So, jetzt ist der Popschutz drauf. Ich glaube, jetzt müsste der Klang sogar noch mal besser sein. Ja. Irgendwas klappert hier. Ich hoffe, das ist nur der Ring. Grün drin ist nicht, oder? Ja, nee, das ist das Äußere. Irgendwie. Hört sich an wie so eine Tasse. Aber es funktioniert, wie man hört. Ich bin jetzt weiter weg. Jetzt gehe ich nochmal näher ran zum Ende des Videos. So, meine Kamera meckert auch schon, dass er Batterie wechseln will. Blinkt auch schon. Ich würde sagen, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Euer Elvin Civil, Umus Tramfan 0911. Ja. Weil die geht jetzt sowieso gleich aus, die Kamera oder die Aufnahme. So, danke fürs Zuschauen und tschüss. Hier oben sind noch weitere Videos. Und da unten ist Abonnieren.